Die ganz schlauen Füchse unter euch könnten jetzt feststellen, dass ich hier eine X-Hooker-Hooker habe, einen X-Hooker-HMD habe, aber dazwischen, da fehlt was. Was könnte das denn sein, Marvin? Was könnte das so sein? Ich weiß es auch nicht, Alex. Gestern war doch irgendwas, oder? Gestern war was. Was könnte denn da gestern gewesen sein, Alex? Also ich weiß auf jeden Fall, dass der Pre-Order für die Morph angefangen hat. Das auch. Aber ja. Da kam noch was. Es kam noch was, ja. Man wusste die ganze Zeit nicht was. Die haben nur gesagt Z zu. Okay, Zetsu. Du hast schon ausgesprochen. Ich wollte nämlich nicht aussprechen, weil ich weiß, wie man es richtig ausspricht. Ich bin mir auch bei weitem nicht sicher, ob das richtig ist, wie ich das sage. Also, der Alex und ich werden heute zusammen den X-Hooker Zetsu testen. Einen neuen Kopf aus dem Hause X-Hooker, den die still und heimlich rausgebracht haben. Ich kann euch hier nochmal das Depot zeigen. Also so sieht jetzt der Colorway aus, den ich hier habe. Der Zetsu und ich meine, das hier ist der Galaxy. Da wir beide noch keine Pfeife anhaben, werden wir uns jetzt jeweils ein Köpfchen in dem Zetsu bauen und dann gucken wir einfach mal, wie der ist. Ja. Einen Kopf habe ich ja schon geraucht. Ja, ich bin super gespannt. Also ja, du hast noch gar keinen. Für dich ist komplett blind und für mich ist es jetzt der zweite Kopf. Ich werde den aber auch bauen wie jeden anderen Kopf. Ich werde den einfach auf Vollkontakt mit dem... Alex, ich hätte nichts anderes von dir erwartet. Ja, hast du ihn geraucht? Wahrscheinlich auch so, oder? Ja, schon gut Kontakt. Gut, Schnick, Schnack, Schnuck, wer anfängt mit dem Kopfbau? Schere, Stein, Papier. Der Tabak steht doch eh schon da. Ja gut, dann fange ich halt an. Ich hätte dir halt die faire Chance gelassen, dass wir, weißt du? Der Alex hat hier was Leckeres mitgebracht. Und zwar hat der Alex den Chupa Graper mitgebracht von KNTM. Das ist, glaube ich, eine Kooperation von Blackburn und einem russischen Blogger, ne? Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Dann habe ich mir von unserem Mixology Master Alex eine Mischung empfehlen lassen. Alex hat gesagt, probier Coca-Cola von Blaze und darf natürlich nicht fehlen, ein kleiner Schuss Holster Grape. Ich bin gespannt, weil er fühlt sich schon hochwertig, aber nicht so schwer wie manch andere. Warum geht es nicht? Okay, dann müssen wir 380. Müssen wir hochrechnen. Alex, hol schnell dein Handy raus. 290 Gramm, roundabout. Hast du schon gerechnet? Ja. Okay. Also von 379 auf 671. Also ein schön schwerer Kopf auf jeden Fall. Gut, dann merken wir uns mal hier die 380 von der Waage. Nein, die 670. Ist ja ein Hochrechnen auf den, weißt du? Hauptsache, wir kriegen am Ende raus, was hier rein muss, okay? So, oh, der riecht schon geil. Einmal schön um. Ich glaube, ich muss mich auch ein bisschen beeilen. Ansonsten ist die Kohle gut und der Alex hat noch lange keinen Kopf gebaut. Wie baust du den Blackburn am liebsten? Fluffig, semi? Natürlich alles Fluff. Es muss. Natürlich alles Fluff. So. Ja, ist jetzt vielleicht ein kleines bisschen mehr als 50%, aber da muss man einfach flexibel sein. So, ein bisschen Coca-Cola und schön noch ein bisschen Traube. Oh, mein Traubevorrat. Puh. Hier, guck mal. Da ist nicht mehr so viel. Oh. Ja, ich muss sagen, ich bin wieder auf die 200 Gramm Dosen umgestiegen. Echt? Ja, also vom Kilo, von den Kilodosen halt weg, weil ich finde es einfach angenehmer. Inwiefern? Du machst eine 200 Gramm Dose auf, haust einen Shot rein, dann verbrauchst du die und dann hast du die nächste 200 Gramm Dose. Okay, also hast du keinen Bock auf Umfüllen oder so? Ja, genau. Okay. Für dich habe ich nicht so große Lust. Ja, kann ich auch verstehen. Also ist natürlich immer Zusatzarbeit, ne? Ja. So, Tabak ist drinne. Dann verteilen wir. Oh, da ist aber ein guter Stängel, du. Dann verteilen wir das Ganze einmal. Was ist denn jetzt schon wieder so witzig? Der gute Stängel. Ja, da hast du nicht gesehen? Hier, guck mal, was du mir da für Bäume mitbringst hier. Guck. Hättest du mit der Schere durchgehen können. Ja, dann habe ich da trotzdem einen Ast und kein geiles Tabakblatt. Also eins muss ich schon mal zum Set zu sagen, der lässt sich relativ angenehm bauen. Also da hat man auf jeden Fall nicht so viel Struggle, man hat genug Platz. Der verzeiht sehr, sehr viel. So, dann gehen wir noch einmal hier über den Rand und dann haben wir es. Okay. Dann war G. Mal gucken, ob sie jetzt genullt ist dann. Ja, okay. Ja, und wie viel hatten wir? 290. Und jetzt haben wir 314. Na, 24 Gramm. Man muss dazu sagen, der Blackburn ist recht fein. Der Blaze ist ultra fein. Ja. Also ich glaube, wenn man da gröberen Tabak nimmt, dann kann man das Ding mit 20 Gramm bauen. Ja, so habe ich den jetzt gebaut. Wer da wirklich ein dickes Overpack fährt, der kriegt da wahrscheinlich auch mehr als 25 Gramm rein. Aber ich habe jetzt so knapp über den Rand gebaut und es waren 24, ne? Ich glaube, je nach Board kannst du da zwischen 20 und 30 rein. Also 30 ist, glaube ich, schon extrem viel. Ja, du kannst halt mehr Dents bauen, ne? Wenn du willst. Ja, okay. Das wird also, halt schon, also es ist halt, anlegst, ja, genau. Würde man's hinkriegen. Also es ist auf jeden Fall, kann man sagen, ein großes Depot. Okay, kommen wir kurz zurück zum Zetsu. Wir haben jetzt beide unsere Köpfe angeraucht. Wie ist der Anraucheindruck? Also ich finde, der braucht ein bisschen länger, bis er heiß ist. Mhm. Aber jetzt, wo er auf Temperatur ist, muss ich auch gerade eine Kohle oben drauflegen, weil es schon... Das heißt, das ist jetzt zwei drinne. Zwei drinne, eine oben drauf. Also nicht auf Kante, sondern oben drauf. Ja, die zählt ja dann eigentlich nicht. Ja. Oder hast du das Gefühl, dass das einen Unterschied macht? Nicht wirklich. Nicht wirklich, ne? Ich auch nicht.
Ja, bei mir genau derselbe Eindruck. Ne? Ist halt ein recht massiver Kopf. Wir hatten fast 300 Gramm. Ja. Klar, bis die 300 Gramm Material heiß sind. Das dauert halt auch erstmal ein Minütchen. Ne? Aber läuft gut. Läuft super smooth. Ich weiß nicht, hast du sonst das Gefühl, dass der Blackburn beim Anrauchen ein bisschen zickig ist? Oder nee, nicht? Finde ich gar nicht. Okay, weil jetzt war er auch absolut nicht zickig. Ich finde Blackburn so mit am angenehmsten zu rauchen sogar, weil der zickt überhaupt nicht rum. Du hast ein gutes Aroma. Also ist, glaube ich, wenn ich die Chance habe, einen russischen Tabak zu bekommen, ist es meistens eigentlich Blackburn. Okay. Hast du ja auch anscheinend genutzt, ne? Ich habe noch gar nicht den Blower von der Morph hier geflext. Schon geil, wie man fast die Bowl vor Rauch nicht mehr sieht. Finde ich eine super gute Pfeife geworden. Ja. Nachdem wir jetzt 1:30 aufgenommen haben, was ist dein erstes Fazit zum Zetsu? Ja, also ich bin super happy mit dem Zetsu. Also fürs erste Mal rauchen. Lässt sich einfach bauen. Anrauchen hat ein bisschen gedauert. Also ein bisschen länger als jetzt zum Beispiel ein Haifen Mantenberg, finde ich. Ja, sogar als ein Haifen? Ja. Ja? Ein bisschen schon. Krass. Aber wobei der Haifen auch sehr massiv ist. Ja, aber ich finde, der ist trotzdem ein bisschen früher da. Okay. Vielleicht kam es ja auch nur so vor. Ja. Aber ansonsten, so wie er läuft, super zufrieden. Top. Ja, bei mir auch. Also kein Zicken, kein Mucken. Nee, also Rauchentwicklung im Multicam-Check. Ja. Deine raucht besser. Aber kann man machen. Okay, mein Fazit zum Zetsu nach über 1 Stunde Rauchen. Lief auch ultra smooth. Ich habe ihn mit 2 Kohlen angeraucht, deswegen hat er bei mir noch länger gebraucht. Aber ich denke mal, das wird halt einfach an den 2 Kohlen gelegen haben. Aber du hast ja auch die Kombination 2 Kohlen X-Hugger HMD. Also ich finde, X-Hugger HMD, der braucht einen Tick länger als der Nakrani. Ja, auf jeden Fall. Ein bisschen massiver ist, ein bisschen mehr Material, was ich hetzen muss. Ja, stimmt schon. Ja. Allgemein, sehr guter erster Eindruck. Ja. 40 € ist natürlich ein happiger Preis, ist aber auch ordentlich Material, gute Verarbeitung. Finde ich gut. Ja, schöne Colorways. Deinen fühle ich jetzt nicht so hart. Nee, aber den garantiert, sehr, sehr geil. Gibt aber auch bei deinem garantiert Pfeifen, wo das geil drauf aussieht. Safe, ja. Aber den Galaxy hier, ich glaube, das ist der Galaxy Colorway, den finde ich auch sehr nice. Ja. Sehe ich mich häufiger rauchen, muss ich sagen. Same. Kann man definitiv rauchen. Kommt auf jeden Fall so in die Top 10 bis Top 5. Ja, safe. Ist eine geile Alternative, falls der Haifen zum Beispiel auch mal wieder vergriffen ist. Wie eigentlich immer, genau. Im Vergleich zum Amphora halt auf jeden Fall schon mal 1 Million mal handlicher. Deutlich schöner vom Formfaktor für die meisten Pfeifen. Der Amphora passt für mich wirklich nur auf wenige Pfeifen. Von der Performance her sehr ähnlich, würde ich sagen. Ja. Aber es ist halt auch wieder ein anderes Depot, es ist halt ein anderer Kopf. Fertig. Das war unser kleiner erster Eindruck zu der neuen Zetsu Bowl von X-Hugger. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne Daumen nach oben oder ein Abo da lassen und dann bis zum nächsten Mal, eure Shisha-WG.